Eine neue Studie stellt Ernährung und Immunsystem wirklich hier total auf den Kopf. Ja. Was viele nicht wissen, hat jeder zwei verschiedene Immunsysteme. Und es ist je nach Erkrankung extrem wichtig, dass das Richtige in dem Moment auch funktioniert, wo es notwendig ist. Doch am entscheidendsten ist, welche Lebensmittel gegessen werden. Ich zeige dir gleich die Liste, auf die es wirklich ankommt bei der Bekämpfung von Erregern, gerade Viren. Apropos Viren, 70% der Menschen tragen das Herpesvirus in sich und sogar 90%, das heißt 9 von 10 Menschen, von uns das Epstein-Barr-Virus. Dieses Epstein-Barr-Virus, welches 90% in uns haben und über das Küssen übertragen wird, ist heute bekannt als der Hauptauslöser von Multiple Sklerose. Doch das ist erst der Anfang. Dieses Virus ist noch für so viele weitere Erkrankungen verantwortlich, was erst in den Jahren nach und nach herauskommen wird, das wette ich. Übrigens verlassen uns die genannten Viren, auch das Epstein-Barr-Virus, nie mehr. Jedes Immunsystem ist zu schwach, um diese gänzlich zu beseitigen. Daher kommt es auf einen bestimmten Botenstoff an dem Körper. Aber dazu jetzt gleich mehr. Doch zurück zum Immunsystem. Diese beiden Formen des Immunsystems sind tatsächlich laut brandaktueller Datenlage abhängig von der Ernährungsform. Es spielt sogar Alkohol, Zigaretten und Übergewicht eine nicht signifikante Rolle in Bezug auf das Immunsystem, wenn man es im Vergleich zu der Auswirkungen der richtigen Ernährungsform sieht. Das denke ich mir nicht aus, das zeigen gleich wirklich die Daten. Kurzer Crashkurs in Sachen Immunsystem, ganz, ganz kurz. Das angeborene Immunsystem, das Immunsystem, was uns der Körper mitgegeben hat, ja, daher trifft dieses auch zuerst auf den Erreger und gibt dann die Information weiter an das erworbene Immunsystem, welches dann spezielle zytotoxische T-Zellen, Antikörper und so weiter gegen diesen speziellen Erreger bildet. Das angeborene Immunsystem ist Teil des Immunsystems und stellt die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger dar. Im Gegensatz zum adaptiven Immunsystem, das spezifisch auf bestimmte Krankheitserreger reagiert und im Laufe des Lebens durch Kontakt gegenüber diesen Erreger entwickelt wird, ist das angeborene Immunsystem bereits bei der Geburt vorhanden und reagiert schnell auf eine Vielzahl von Krankheitserregern. Das angeborene Immunsystem ist aber oft der entscheidende Punkt, denn dieses sorgt unter anderem für Fieber bei dir und für die Virenbekämpfung sowie die Informationsvermittlung. Passiert dies verzögert, wächst der Erreger sekündlich weiter und das exponentiell von 2 auf 4, von 4 auf 16, auf 32, 64 und so weiter. Da war ja noch was mit dem Virus, dazu jetzt mehr. Ein Botenstoff des Immunsystems ist von entscheidender Bedeutung bei der Bewältigung von Virusinfektionen, die wir alle haben und nie loswerden. Das ist das Interferon. Ein Virus kann nur so stark sein, wie schwach im Gegensatz das Interferon als Botenstoff des Immunsystems bei dir im Körper ist. Bei einem Virusinfekt, der das Leben für einige Jahre von uns verändert hatte, vor circa 2 Jahren, ihr erinnert euch, hatte diesen Menschen den mildesten Verlauf, sehen wir hier, die am meisten Interferonaktivität aufwiesen im Blut. Demnach konnte sich das Virus am besten beseitigen lassen durch ziemlich viel Interferon im Blut und das ist doch wirklich faszinierend. Das kann man weiter quantifizieren in dieser Säugetierstudie. Das Gen MEC1 stellt Interferon her bei uns im Körper. Das ist dafür kodiert. Manipuliert man dieses genetisch, so dass mehr davon hergestellt wird, dann sehen wir in den ersten beiden Balken ganz links, ja, in der Abbildung zufolge, dass auch wirklich mehr davon gebildet wird von dem Interferon und dann in der dritten Abbildung, dass die Viruspartikel hier deutlich besser zerstört werden durch das Interferon, das gestiegene. Dann gab es noch eine Studie mit knapp 2000 Menschen, die durch den bestimmten Virus ins Krankenhaus mussten. Doch durch die Gabe von Interferon konnte sich die Aufenthaltszeit, so gesehen im Krankenhaus, um sage und schreibe, halbieren. Doch die große Frage ist jetzt, wie können wir dieses wunderschöne Interferon denn erhöhen bei uns im Blut? Wer aufgepasst hat, hat mitbekommen, dass ich zu Anfang sagte, dass das angeborene Immunsystem auch das Fieber bei dir steuert und damit auch die Interferonkonzentration und damit auch die Virusbekämpfung. Jetzt macht alles Sinn, was ich zuvor gesagt habe, denn in dieser Studie hier geht es zur Sache. Kann klar gezeigt werden, dass bei Fieber die Interferonkonzentration um den Faktor 10 steigt. Man sieht hier vorher eher langsam, aber sobald man 39 Grad erreicht hat, ja, geht es hier richtig zur Sache. Ja. Das hängt mit den Hitzeschockproteinen zusammen, worüber ich ein Video gemacht habe, was Fieber selbst erzeugt, ja, und womit ich meine chronische Erschöpfung quasi, ich persönlich, ja, besiegt habe. Das Video ist wirklich
grandios, sollte sie jeder mal gesehen haben. In dieser Studie mit 3000 Menschen aus dem Gesundheitsbereich, ja, aus 6 verschiedenen Ländern, unter anderem auch Deutschland, gibt es aber auch noch einen weiteren Faktor, der über die Interferon-Konzentration entscheidet, ja, vor allen Dingen im Blut und damit auch über die Fähigkeit, ja, Viren zu bekämpfen. Die Virenanfälligkeit wurde dann getestet und den einzelnen Ernährungsformen zugeordnet. Wer mit welcher Ernährung wie oft und wie schwer vor allen Dingen an diesem Virus erkrankt. In der Tabelle sehen wir oben, wie schwer die Menschen an dem Virus erkranken. Was wir sehen, bei Smoker zum Beispiel, also Raucher, ja, dass Raucher keine signifikante Auswirkung hatte, ja, auf den Schwere des Verlaufs. Aber auch der BMI hatte keine signifikante Auswirkung. Was aber sehr wohl einer hatte, da sehen wir ganz rechts, ja, der P-Value, ja, ist eine pflanzenbasierte Ernährung oder darunter eine Ernährung mit Pflanzen und Fisch. Ebenfalls machte die Low-Carb-Ernährung mit viel Protein und Fett einen signifikanten Unterschied, sehen wir hier, weil wir ja auch hier unter 0,05 sind, ja. Aber eher ins Negative. Rechts die Spalte steht moderat oder severe, ja, ganz oben. Das bedeutet schwere Krankheitsfälle. Diese waren nur bei 2,9% der pflanzenbasierten Menschen zu beobachten, aber bei 21,7% zu beobachten bei denen, die sich stark, ja, mit viel Protein und Fett und dann noch tierisch ernährt haben. Ja. Also knapp 7,5 Mal traten mehr schwerere Verläufe auf bei Menschen, die sich nicht pflanzenbasiert ernährten. Doch jetzt wollen wir wissen, welche Lebensmittel waren denn statistisch signifikant unterschiedlich in den pflanzenbasierten Lebensmitteln Menschen und dessen Ernährung quasi involviert, im Vergleich zu denen, die viel Protein und Fette, ja, zu sich nahmen. Man sieht hier zuerst, dass Früchte keinen Unterschied machten und nicht positiv dazu beigetragen haben, aber auch nicht negativ, also, ne, also neutral, ja. Sehr wohl trägt aber der Gemüseanteil dazu bei, ja. Die Menschen haben deutlich mehr Gemüse gegessen und Kartoffeln haben ebenfalls hier keine positive Auswirkung, also eher auch neutral, aber vor allen Dingen Hülsenfrüchte und Nüsse. Also sind die größten Unterschiede hier, wenn man statt tierischen Protein und Fett eher pflanzliche nimmt aus Hülsenfrüchte und Nüssen und viel Gemüse. Wir sehen hier nochmal, dass die Menschen, die 7,5 mal mehr schwere Verläufe haben, auch signifikant mehr Geflügelfleisch gegessen haben, rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch. Eier, Fisch und Milchprodukte, sehen wir hier, hatten keinen Einfluss darauf, den Verlauf. Soweit, so gut. Jetzt wäre doch zu klären, woran liegt das denn? Fragezeichen. Wenn die Virusbekämpfung so viele Male besser funktioniert, wenn man pflanzenbasiert lebt, das müsste doch bedeuten, dass wir zuvor gelernt haben, dass das Interferon höher ist bei den Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren. Dazu müsste es erstmal eine Studie geben, die dies dann auch dementsprechend untersucht hat und zu dem Gunsten von uns, ja, und dass wir es ja einfach wissen wollen. Und tatsächlich eine brandaktuelle Studie ist vor kurzem erschienen und hat tatsächlich genau das hier vorgestellt. Man sieht ganz oben in dieser randomisierten Studie, dass die Menschen, die sich pflanzlich ernährten, ca. 10% Fett zu sich nahmen und 75% Kohlenhydrate aßen und die dann dementsprechend ketogen sich ernährten, dann 75% Fett und nur 10% Kohlenhydrate. So, jetzt zeige ich euch mal dieses Bild. Keine Sorge, es ist wirklich sehr einfach, ich erkläre es mal ganz kurz. Es geht hier um die Immunzellen und wie diese sich verändert haben in den Konzentrationen je nach Ernährungsform. Ganz links unten seht ihr das K und das steht für ketogene Ernährung. Und daneben seht ihr das V und das steht für, genau, vegane Ernährung. Daneben seht ihr eine Legende, ja, je roter etwas ist, ja, desto mehr sind die Zellen quasi gestiegen, ja, oder der Wert. Und je blauer, desto mehr ist dieser Wert gesunken oder diese Zellen, die dann dementsprechend gemeint sind, sind dann dementsprechend mehr gesunken durch die Ernährungsform. Wir sehen links im oberen Drittel alle Zellen des angeborenen Immunsystems. Was wir daraus leiten können, dass rechts ja die vegane Ernährung war und dass alle Zellen des angeborenen Immunsystems hier rot gestiegen sind in der veganen Ernährung, da alle rot sind und im oberen Drittel, ja. Alle Immunzellen links davon sind blau des angeborenen Immunsystems und das sind jene, die dementsprechend der ketogenen Ernährung unterlagen, ja, für eine gewisse Zeit. Ganz wichtig, das sind nochmal alles Menschen, die für einen bestimmten Zeitraum diese Ernährungsform angenommen haben und die nicht zuvor Veganer waren und die auch nicht zuvor ketogen sich ernährt haben, ja.
So, direkt unter dem Kasten seht ihr IFN. Das steht für Interferon. Und wie zuvor deckt sich jetzt alles auch wieder und ergibt Sinn, denn das Interferon ist hier sehr stark rot und damit maximal gestiegen in der veganen Gruppe und maximal herabgesetzt hier in Blau in der ketogenen Ernährungsgruppe. Daher passt es zu der vorherigen Studie, die ich ja quasi vorgestellt habe, die klar zeigte, dass pflanzenbasierte Menschen deutlich weniger schwer an Virus erkrankten. Und damit permanent, ja, denn wie wir gelernt haben, hat auch 90% von uns ja dieses Epstein-Barr-Virus, ja, welches der Hauptauslöser für Multiple Sklerose ist und so weiter. Ja. Wenn man jetzt im unteren Drittel sich das Ganze mal anschaut, ist das adaptive Immunsystem, und das ist ja deutlich stärker bei der ketogenen lebenden Menschen hier gestiegen. Ja. Denn hier sehen wir zum Beispiel, dass rot, ja, also eine Steigerung ist, und bei Veganern dementsprechend hier sogar ein Rückgang war bei dem adaptiven Immunsystem. Ja. So. Wie man dies jetzt sehr gut verbinden kann für ein perfektes Immunsystem, ist sicherlich, wie gesagt, pflanzenbasiert, das Fleisch hier durch Hülsenfrüchte und durch Nüsse einen Teil zu ersetzen und viel Gemüse auf jeden Fall zu essen. Aber dann noch eine gewisse Zeit zu fasten vor dem Schlafen, sodass nachts trotzdem einige Ketonkörper gebaut werden und gebildet werden, vor allem auch im Hirn, sodass wäre dann dementsprechend der beste Tipp fürs Immunsystem. Ja? Was aber noch interessant war, dass, wenn wir auf die rechte Seite einmal nochmal gehen, Interferon, Signal, Interferon Alpha und Interferon Gamma, Aktivität sind besser bei den Veganern, sehen wir hier nochmal. Das war zu vermuten. Aber was noch spannend ist, sogar die Sexualhormonantwort, also die Androgen Response, ist hier zu lesen. Das heißt, Sexualhormonaktivität quasi, kann man sagen, ja, bei Veganern. Fand ich sehr spannend, weil man sagt ja immer, man braucht dieses tierische. Und der Eisenstoffwechsel, ja, war bei Veganern ebenfalls besser, ja, was man auch eben gegen das Dogma so verstößt hier in dem Sinne. Also die Produktion von roten Blutkörperchen vor allen Dingen auch, ja, die den Sauerstoff transportieren, also der Hämemetabolismus. Das fand ich auch nochmal sehr spannend. Also abschließend kann man sagen, für das Immunsystem sind Hitze in Form von Sauna oder heißen Bädern wirklich ein Segen, ja, denn diese erhöhen Interferone, die das wichtigste Mittel sind gegen Viren. Und vor allen Dingen, die helfen uns ja ein Leben lang gegen diese Viren, die persistieren und die uns nie wieder verlassen, ja, dagegen anzukommen. Und des Weiteren zeigt eine pflanzenbasierte Ernährung auf das angeborene Immunsystem die beste Wirkung hier. Ebenfalls ja dann auch gegen Viren. Ja. Dabei stechen Nüsse, Hülsenfrüchte und Gemüse hier besonders positiv hervor. Dann könnt ihr das Ganze natürlich noch ein bisschen verfeinern, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn ihr versucht, noch ein bisschen vom Schlafen gehen, etwas länger nicht zu essen, und so baut ihr über Nacht noch ein paar Ketonkörper auf. Denn das war wichtig für das adaptive Immunsystem. Ja. Für das Maximum an Gesundheit könnt ihr sehr gerne auch mal auf purazell.de vorbeischauen. Dann habt ihr die besten Fitmacher für euch. Absolut. Bis gleich auf purazell.de. Nicht verpassen.